So soll es aussehen, das Coronavirus. Das in Wien ansässige österreichische Designlabor Nanographics hat auf Basis von wissenschaftlichen Daten und schockgefrorenen SARS-CoV-2-Viren einen 3D-Scan erstellt. Zu sehen ist nun eine detaillierte Ansicht des Coronavirus. Forschern in Peking ist es zuvor gelungen, intakte SARS-CoV-2-Viruspartikel in Proben zu extrahieren, sie abzuscannen und zu digitalisieren. Die Wiener Firma hat sie dann visualisiert. Zu sehen ist das Virus mit dem Spike-Protein, dem stacheligen Protein, mit dem das Virus an unsere Zellen andockt. Eine neu entdeckte Mutation befindet sich genau dort, an der sogenannten Rezeptorbindungsdomäne. Dieser Teil des Spike-Proteins bestimmt maßgeblich, wie das Andocken an die menschlichen Zellen abläuft. Unterschiede an dieser Stelle sind auch dafür verantwortlich, dass sich SARS-CoV-2 offenbar leichter als das alte SARS-Coronavirus verbreitet.